Ja. So, kommen wir jetzt ohne Umschweife. Also ich ohne Umschweife, der betreffende Poet macht wieder einen riesigen Umschweif um diesen Baum herum. Es gefällt ihm einfach, diese Runden, weiß ich auch nicht. Ja, ihr erkennt ihn schon. Begrüßt ihn mit einem riesigen, tobenden, tosenden, was weiß ich auch immer ihr wollt, Applaus. Den letzten Teilnehmer unseres Finales und des gesamten Poetry Slams, Klaus Urban. Ja, danke für das Vertrauen. Vielleicht zur Einstimmung noch aus meiner Reihe der Heidel-Limericks noch vielleicht ein paar Beispiele, bevor ich zu meinem eigentlichen Text komme. Ein Schulrektor IR aus Walsrode steht vor seiner maroden Kommode. Ob sie wohl passt als Sarg, fragt er sich ohne Arg, doch sie scheint ihm zu sehr aus der Mode. Ein blauäugiges Mädchen aus Bardowick sieht doppelt, hat in der Optik einen Knick. So wird auf einen Zweier für sie plötzlich ein Dreier und so erfährt sie gleich doppeltes Glück. Ein bräsiger Bauer aus Brackel hält sich zur Jagd einen Dackel. Doch der ist träge und fett und zum Wild viel zu nett, denn er begrüßt es mit Schwanzgewackel. Ein feuriger Pizzafan aus Rissen hat alle Chilischoten zerbissen und freut sich auf die Sorgen von übermorgen, da brennt ihm was ganz anderes beschissen. Ja, zum Schluss noch jemand aus Winsen. Es war einmal ein Jüngling in Winsen, bei dem ging jeder Flirt in die Binsen. Vor seinem düsteren Blick schreckte jedes Mädel zurück. Jetzt sieht man ihn nur noch mit Dauergrinsen. Ja, bei meinem eigentlichen Text habe ich mir Gedanken gemacht über die Welt und über den Konjunktiv. Und wenn den Texttitel ein Programmmacher vom Fernsehen wie von DSDS oder GZSZ gemacht hätte, dann hieße mein Stück jetzt WDWGW, wenn die Welt gerecht wäre. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde die Fußballnationalmannschaft von Aserbaidschan nicht von Berti Vogts trainiert werden. Wenn die Welt gerecht wäre, gäbe es im Fernsehen keine Castingshows. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Karl Theodor zu Gutenberg Plagiatsminister in Absurdistan. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Angie Merkel eine chemisch-technische Assistentin in einem Biolabor in Gera. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Jörg Pilawa nicht Quizmaster, sondern Lebensmittelkontrolleur und zwar für Wurstwaren. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde Josef Ackermann seinem Namen alle Ehre machen und als Bauer das Feld pflügen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müssten zukünftige Minister erst alle ein Assessment Center absolvieren und zwar erfolgreich, bevor sie einen Job machen dürfen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre Gabriel wieder Erzengel. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müssten wir den Regenwald nicht mit Bier trinken retten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsste Weltenretter Tim Bensko nicht erst die Unmenge von 148.713 Mails checken müssen, bevor er dazu kommt, die Welt zu retten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde irgend so ein Kreuzschifffahrtskapitän nicht unversehens aus Versehen in ein Rettungsboot fallen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann hätte ich immer recht. Das ist alles nicht ernst, das ist alles konjunktiv. Und mit dem haben wir die Möglichkeit zur Unmöglichkeit. Wir können alles Mögliche und Unmögliche denken und sprechen und müssen da nicht erst nach Amerika ins Land der unbegrenzten Unmöglichkeiten gehen. Wir haben die Möglichkeiten und die Konjunktiv natürlich nicht nur für den Spaß, sondern auch für den Ernst. Wie zum Beispiel, wenn die Welt gerecht wäre, dann würden jetzt nicht so viele Schleckerfrauen auf der Straße stehen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde kein Indio aus dem Regenwald vertrieben. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würden unberührte Messdiener, unberührte Messdiener und unberührte Odenwaldschüler, unberührte Odenwaldschüler bleiben dürfen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsste kein Mensch in Afrika hungern. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müssten keine Unschuldigen in Afghanistan sterben. Wenn die Welt gerecht wäre, gäbe es nirgendwo Atomwaffen und müsste auch keine Gedichte drüber schreiben. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wären all die großen und kleinen Hitlers und die Nerdisch und die Taylors keine Mörder. Warum brülle ich jetzt eigentlich hier so rum? Das ist auch euch gegenüber, die ihr nichts dafür könnt, nicht gerecht, oder? Aber müsste eigentlich diese ernsten, wenn die Welt gerecht wäre, sprich ununterbrochen und tagelang fortsetzen, damit sie wirklich ins Bewusstsein und Unterbewusstsein dringen. Wenn die Welt gerecht wäre, dann würde die Welt gerecht. Und zwar von uns, den Zorros der zu Unrecht Geächteten, zu Recht Geächten, die mit ihren Weltverbesserungsdegen all das ungerechte Unbild killen, dass viele Menschen sich verlassen fühlen, trauern und verzweifeln, dass das Hoffnung zerstört und Schmerz und Tränen zulässt. Wenn die Welt gerecht wäre, dann wäre sie wirklich gerecht und ich müsste hier nicht so lamoriant herumlamentieren. Dann hätte ich vielleicht die Gelegenheit und die Möglichkeit,
fast friedliche, fast niedliche Gedichte schreiben zu können. Wie zum Beispiel dieses. Erde, o oh Erde, die Franzosen sagen Merde. Die Deutschen sagen Mist, weil die Welt nicht gerecht ist. Oder dies, Welt, o oh Welt, was wärst du ohne Geld? Ein jeder wird nur tauschen, all dem Gefeilsche lauschen. Es gibt keinen Euro-Millionär und arm zu bleiben wäre nicht schwer, denn ganz evolutionär überlebten nur die Lauten, weil die auf die Pauke hauten. Wenn die Welt gerecht wäre, dann müsstet ihr euch jetzt nicht so einen niederschmetternden Text anhören, aber dann hättet ihr auch nichts, worüber ihr euch richtig ärgern könntet. Das wäre auch wieder nicht gerecht. Dass ich mir über was richtig ärgern zu können, bringt auch irgendwie Spaß, oder? Aber im Ernst. Wir haben als einzige Lebewesen die Möglichkeit zur Möglichkeit. Wir können Unmögliches denken. Wir können uns alles vorstellen, was Welt wäre, wenn nicht, wie Welt sein könnte. Mit unserer Kreativität können wir mit den Unmöglichkeiten, den Gedanken, mit Wörtern, mit Sprache, mit Buchstaben spielen. Wir können alles verändern. Aus Gerecht mit Gericht, aus Gericht mit Gedicht, aus Gedicht mit Gesicht, aus Gesicht mit Gerüst. Und wenn die Welt zum Beispiel ein Gericht wäre, dann wäre sie vielleicht ein Pizza, Bouillabaisse, Lipizza, Leipziger allerlei Schnitzel, Dimsum-Burger, um die sich an Mayonnaise, Ketchup, Senfmond dreht und alles mit einer Gelb-Weiß-Rot-Braun-Soße verschleiert. Wenn die Welt aber ein Gericht wäre, dann würde sie die Menschheit verklagen. Zwar nicht nur wegen Fahrlässigkeit oder Verletzung der Aufsichtspflicht, sondern auch wegen versuchten Mordes, wegen Verstümmelung, wegen Vergiftung und Folter. Wenn die Welt aber ein Gedicht wäre, dann wäre sie vielleicht ein kleiner Haiku. Oder eine Endlosballade, bei der die Versfüße rückwärts Bocksprünge machen und sich nichts reinfallen, sich keiner einen Reim aus nichts machen kann, weil nichts zusammenpasst. Wenn die Welt aber ein Gesicht wäre, dann würde sie es angewidert abwenden, damit keiner diesen Arsch mit Ohren sehen muss. Wenn die Welt aber ein Gerücht wäre, wirklich ein Gerücht, dann gäbe es sie ja gar nicht. Und die Bibel hätte auch nicht recht, von wegen Genesis, dann gäbe es sie ja auch nicht. Und die Maßmäßigen würden sich vor Lachen die Ohren alle zuhalten. Wenn die Welt ein Gerüst wäre, dann würde sie alle stützen und allen Menschen Halt geben. Wir haben die Möglichkeiten im Kopf und in der Sprache, aber wir haben sie nicht nur im Kopf und in der Sprache, sondern wir haben die Wirklichkeit und Zukunft auch in unserer Hand, denn wir sind nicht nur ein bisschen radioaktiv, wir sind nicht nur reaktiv, wir sind kreativ und kreativ. Und deswegen liegt es an dir und an dir und an dir und an uns, dazu beizutragen, dass aus diesen konditionalen, konjunktiven, indikativ, kategorische Tatsächlichkeiten werden, dass kategorisch imperative Realitäten werden, dass aus Möglichkeiten Wirklichkeiten werden, über die man dann wirklich und zu Recht sagen kann, WDWGI, weil die Welt gerecht ist. Dankeschön. Meine Güte. Ja.